Gut, geht los. Hallo, wir sind Tanja Lauenburg und Carsten Brandau. Wir veranstalten Altona macht auf. Das ist eine partizipatorische Stadtteilperformance, bei der alle Altona im Rahmen der Altonale eingeladen sind, aufzumachen, auf ihre Balkone zu treten, in ihre Fenster, zu tun und zu machen, was sie immer schon mal tun und machen wollten, zu singen, zu tanzen, lesen. Und so weiter. Ja, alles Mögliche, alles was Mögliche. Alle, die wollen, werden dabei unterstützt von 11 erfahrenen Künstlern, Coaches. Also wer möchte, kann sich Unterstützung holen von einem Musiker, zum Beispiel Knaf Rellem, oder von einer Choreografin, Yolanda Guitares. Also es gibt ganz viele Leute, die das Projekt stützen, und man kann sich da... Das heißt, wenn jemand irgendwie die Idee hat, was weiß ich, möchte gerne Romeo und Julia auf dem Balkon spielen, dann kann er hierher kommen. Dann bekommt er einen Coach praktisch, eine Theaterregisseurin oder einen Theaterregisseur, die ihm dann helfen oder ihr helfen, das Ganze auf dem Balkon zu zaubern. Aber man muss sich nicht helfen lassen, ne? Nein, absolut nicht. Man kann es auch ganz selbstständig halt machen. Ne? Also das ist natürlich auch noch toll. Nicht? Natürlich kann man zu jeder Zeit aufmachen, ist ja klar. Aber wenn man jetzt sozusagen bei der Stadtteil-Performance aufmacht, dann wäre toll, wenn man sich anmeldet auf der Homepage oder hier im Büro. Und sich anmeldet, weil wir wollen dann auch geführte Spaziergänge machen, wo man dann sozusagen an den ganzen Balkonen vorbeikommt. Ja, okay. Und ich kann jetzt, geht das eher in Richtung Theater oder was habt ihr euch dabei gedacht? Ja, es geht so, ich weiß nicht, wie man das nennen soll, also vielleicht Performance oder so. Es geht eigentlich ganz entscheidend einfach nur darum, dass die Leute Spaß zusammen haben, dass sie einfach mal ihre Fenster aufmachen, dass sie sich kennenlernen, dass man sieht, wer neben einem wohnt, was der so drauf hat, was der kann. Also es ist der Spaßfaktor, das ganz weit. Steht vorne. Das heißt, das ist eine Einladung, dass man das macht. Warte mal, stopp, das ist hier, diese Dinger sind verboten. So, das ist eine Einladung, dass jeder mal das macht, was er immer schon mal machen wollte. Und wie ist das, wenn ich jetzt sage, ich möchte nackend auf dem Balkon und mich nackend präsentieren, den Altonaren präsentieren? Was ist das auch okay? Oder kommt dann die Polizei? Das wissen wir nicht so genau. Also die Polizei weiß, dass viel stattfindet am 8. und am 15. Juni zwischen 16 und 23 Uhr. Crazy, die Leute sind echt crazy. Voll crazy. Soll ich jetzt nochmal ansetzen? Nee, das machen einfach weiter. Okay. Also die Polizei ist informiert, dass von 16 bis 23 Uhr hier auf Balkon was abgeht, und wenn dann der ein oder andere irgendwie anruft bei der Polizei, werden sie sagen, ja, das gehört zur Stadtteil-Performance, Altona macht auch, immer locker bleiben. Okay, da bin ich gespannt, ob die Nachbarinnen sich nackend zeigen wollen. Und ich sehe hier schon, ich filme das mal eben, dass ihr schon ganz viele Leute habt, die mitmachen aus Altona. Und ihr macht auch Spaziergänge. Wie viele Spaziergänge macht ihr so oder wie läuft das ab? Und was habt ihr alles schon an Leuten? Was machen die bisher? Also oder haben angekündigt? Ja, in Ottensen und Altona Altstadt. Und so viele, die sich jetzt schon angemeldet haben, denken wir, dass es so 3 Spaziergänge werden. Vielleicht werden es auch noch mehr. Wie lange dauert so ein Spaziergang? Das ist die große Frage, sehr interessante Frage. Wir gucken irgendwie, dass jeder Beitrag nur so 10 Minuten ist, aber so ganz genau weiß man es ja auch nicht, wie sich was verlängern könnte oder was so stattfindet. Und es wird auch erst in letzter Minute zusammengebaut und dann auf die Homepage gesetzt, dass man da sozusagen dann gucken kann, aha, der Spaziergang fängt da an und ungefähr das Zeitfenster ist das und das. Es gibt eben völlig verschiedene Balkone, nicht? Das sind teilweise eben einzelne Balkone, wo dann eine einzelne Person in einer Straße ganz allein aufmacht. Wir haben aber auch ganze Straßenzüge, Häuser, ganze Straßenzüge, die zusammen gemeinschaftlich aufmachen, die dann richtige, fast schon Feste planen, also die mehr oder weniger die ganze Zeit offen sein werden. Es gibt halt alles Mögliche. Ideen sind keine Grenzen gesetzt, also wir setzen die nicht. Wir setzen die nicht. Also Lesungen, Musik, Partys, genau. Performances, Flamenco, Tanz, das ist toll. Und ihr habt selber auch einen Balkon gebaut hier. Wird der auch erscheinen in der Geschichte? Ja, dieser Balkon ist eigentlich, die Idee dahinter ist halt zum einen die, es gibt auch einige in Altona, die keine Balkone haben, dass wir halt auch durchaus dazu anregen, bastel dir deinen Balkon selbst. Das ist auch noch mobil, kannst ihn überall mit hinnehmen, was ja auch nicht schlecht ist. Das andere ist, dass wir hier eben auch Workshops haben und
Und wir hatten jetzt letzte Woche zweimal einen Sockenpuppenbastel-Workshop für Kinder. Und die haben praktisch diesen Balkon hier benutzt, um ihre ersten Sockenpuppen-Balkon-Szenarien zu entwickeln. Genau an dieser Stelle hier. Ja, und heute geht es weiter mit dem Poetry Slam Workshop von Moritz Neumeier, ein junger Slammer, der schon wahnsinnig viele Workshops gemacht hat und heute und morgen hier die Leute einlädt, mitzumachen und auch nochmal nächste Woche am 28. und 29. Okay, und das kostet nichts und kostet, wenn man sagt, komm, ich will hier auf dem Balkon stehen und ein bisschen slammen, dann kann ich den Workshop mitmachen, aber ich kann ihn wahrscheinlich auch so mitmachen, wenn ich überhaupt mal slammen will. Also das ist eine ganz tolle Sache. Und das ist alles, habt ihr das schon gesagt, im Rahmen der Altonale? Genau, das läuft ab im Rahmen der Altonale. Da haben wir praktisch die, es läuft ja schon die ganze Zeit, da kommt nebenbei Moritz Neumeier, das ach so, ist der Slammer, der jetzt das Spiel wird. Sieht gar nicht aus wie ein Slammer, aber okay. Da ist schon jemand für dich. Einmal durchs Bild und fertig. Ja, es läuft im Rahmen der Altonale, also speziell Theater-Altonale. Und wir werden, wir werden unterstützt vom Fonds Soziokultur, das sind so Bundesgelder, und auch von der Stadt Hamburg und der Rudolf-Augstein-Stiftung. Oh, cool. Also ihr speziell. Ja, dieses Projekt, Stadtteilprojekt, ja. Altona macht auf. Und was machst du noch? Du bist Schauspiel? Nee. Ich mache Projektleitung hier von Altona macht auf und mache sonst auch diesen Theaterschwerpunkt Theater Altona. Das meine ich. Ja. Bist du Schauspielerin oder Regisseurin? Nee, ich komme eigentlich vom Bühnenbild. Und vor 2007 mit der Theaterhaltung bin ich gefragt worden, ob ich einen Theaterschwerpunkt aufbauen möchte. Und, ja, und seitdem ist cool. Das. Und wir gehen immer an besondere Orte. Dieses Jahr sind es Balkone. Ich hoffe nächstes Jahr auch, weil ich finde das eine ganz tolle Idee. Und was ist dein Schwerpunkt? Was machst du? Was bist du? Ich bin eigentlich Theaterautor. Und ich habe häufiger schon mit Tanja zusammen gearbeitet im Rahmen der Theaterhaltonale. Und wir haben praktisch dieses Projekt zusammen gebastelt. Über lange Zeit. Und jetzt kommt es endlich raus. Ja, super. Das ist nochmal der 1. Juni in Thalia an der Gaustraße. Und dann eben die Stadt Juni, schon. Ne? 1. Juni 2012. Also, ja, genau. Juno, ne? Juno. Ja. An der Gaustraße die Show, was mehr oder weniger eigentlich auch ein Fest wird, damit die ganzen Leute sich mal treffen. Die Leute können mal zeigen, was sie so anprobiert haben, was sie dann auf ihrem Balkon zeigen werden. Und dann eben die Stadtteil-Performances am 8. und am 15. Am 8. und am 15. und in der Gaußstraße. Die Sache findet ab 20 Uhr oder? Ab 20 Uhr, ja. Es wird vorher mit Grillen und so weiter. Mit Grillen. Da sind alle eingeladen und Eintritt frei. Und Eintritt frei und Anwohner zeigen so 5 Minuten Acts von ihren Balkonszenarien. Okay, cool, sehr cool. Ich freue mich drauf. Ich drücke euch die Daumen, dass das ein Erfolg wird, aber ich denke, das wird es. Ja? Bis dann. Okay, tschüss. So, super. Moment.